Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, unser Amerikaner ist unterwegs, der ist dafür zuständig, dass das Getreide von hier nach da vorne kommt, damit die guten Leute in Oberböser auch ein bisschen was zu beißen haben. Gut, wir fahren mal mit, wir schulden uns nämlich noch die Mitfahrt. Mal gucken, was der Amerikaner für Kameras hat. Aha, okay, ja. Der hat sozusagen welche, die man umstellen kann. Hui, was hat denn der da auf dem Rücken? Das ist ja ganz interessant. Sieht ein bisschen aus wie ein Dino. Cool. Boah, das ist natürlich auch eine Chefkamera, würde ich da glatt mal sagen. Wow, das sieht sehr nett aus. Auch das okay. Das auch. Die Strecke ist fast ein bisschen zu kurz, um hier tatsächlich alle Positionen durchzugehen. Ich würde sagen, sollen wir die Mitfahrt machen? Also die Führerstandsmitfahrt? Ja, machen wir die mal. Ist ja nicht allzu weit. So, cool. Danach haben wir eigentlich wirklich das Getreide zur Lebensmittelfabrik bekommen. Und zwar alles, also zumindest aus dem Umland, diese drei Bauernhöfe. Dann werden wir gucken, dass die Oberbösianer tatsächlich auch zu ihrer Nahrung kommen. Das müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Es schreit eigentlich fast ein bisschen nach einer Zuglinie. Das heißt, wir müssten da oben in Oberböser irgendwo noch einen Güterbahnhof hinbekommen. Mal gucken, wo wir das machen. Ah, das ist wieder diese gezoomte Kamera. Ich gehe doch nochmal raus, Entschuldigung. So, und mache das irgendwie... Ja, nee, die bleibt halt gezoomt. Da kann ich nichts machen. Können wir uns mal drehen? Dann sehen wir uns jetzt die Wagen noch. Ja, es dauert einfach 3 Tage und 4 Nächte. Ah, Autosave, dankeschön. So, fahren wir mal so noch ein bisschen mit. Das hat doch auch was. Ja, die Wagen sind halt schon sehr cool. So, nochmal drehen. Oh, es ist aber, es ist eine kleine Lebensaufgabe. Vor allem, es dreht gerade nicht. Jetzt dreht's. Sind wir hier auf dem linken Gleis? Nein. Nee, nee, der ist auf dem rechten Gleis. Passt schon. Da habe ich gerade noch irgendein Flugzeug gehört. Oder war das Kollege ICE oder wer ist da durchgerastet? Ne, ICE haben wir noch gar nicht. Brauche ich nur auch noch. Jetzt, wo wir eh gesagt haben, die Finanzen, mein Gott, wir haben es durch. Könnte man natürlich auch eine ICE-Linie noch hier verbraten. Den Hybrid können wir uns, glaube ich, schlicht nicht leisten. Da müssen wir mal gucken. So, hier geht's rüber. Oh, habe ich doch die Signale habe ich gestellt. Aber habe ich die Signale von der anderen Linie? Wir steigen kurz aus. Auch gestellt. Ja, hier. Das müsste man aber nochmal ändern. Jetzt muss ich schnell gucken. Von wo kommt hier wer? Von hier kommen die anderen. Das würde heißen, wir bräuchten hier tatsächlich nochmal kurz ein Signal. Und zwar... Nein, Signale haben wir hier. Hier vor der Weiche. Zack, einmal hier. Und dann kann das hier weg, weil sonst steht der Zug natürlich dann im Weg. Wenn der hier durch will. Passt. Wo haben wir das andere? Hier hinten ist auch okay. Mal schnell gucken. Habe ich irgendwie die Musik aus? Ich habe die Musik aus. Ja, warum habe ich denn die Musik aus? Einstellung, Moment, Audio. Tatsächlich. Machen wir wieder. Klingt doch gleich ein bisschen besser. laufen tut's. Ja, eben, das haben wir jetzt. Dann würde ich mal sagen, die werden jetzt hier anfangen zu produzieren. Ja, haben sie auch. Versand haben sie natürlich noch nichts, weil wir noch nichts haben. Oder sollen wir, statt dass wir jetzt nach Oberböser schon reingehen, ich würde sagen, wir machen kurz eine LKW-Verbindung nach Walmeroth. Weil die brauchen auch Nahrung. Wo möchtet ihr die denn hinhaben? Ja, klar, natürlich ganz nach hinten. Wohin sonst? Okay, machen wir. Gebäude. Da, so ein Teil. Zack, einmal hier hin. Ein LKW-Port haben wir da unten. Das heißt, wir können die neue Linie schon machen. Das wäre dann hier hin. Ach, habe ich jetzt wieder eine Bushaltestelle? Nee, habe ich nicht. Haben die keine Straßen? Keine Straßenverbindung? Ich glaube, das sieht so aus, als käme man von hier nicht nach da. Gut, werden wir gleich korrigieren. Das wäre dann Nahrung. Oder machen wir wieder Food? Ne, machen wir erst die Stadt. Im Winkel. Ne, wo sind wir denn hier? Ich habe es gerade noch gesagt und weiß ich schon wieder nicht mehr. Walmeroth. Okay. Wal mit 2 L, jawohl. Walmeroth. Stimmt das so? Walmeroth? Walmeroth, tatsächlich. LKW. Food. Ist einfach kürzer, deswegen. So, ein Depot haben sie. Irgendwo oder auch nicht. Achso, eine Straße muss ich jetzt erst noch machen. Bevor ich hier mich nach dem Depot umsehe, gibt es ein Sträßchen. Das wäre wieder eher Überland. Bahnübergang? Nee, gefällt mir nicht. Dann blockieren wir wieder unsere LKWs, die hier lang düsen. Kann ich hier hinten auch andocken? Könnte ich auch. Kommen die hier auch rein? Nee. Wie geht das denn? Andocken kann man. Und dann fahren die LKWs hier übers Gras? Oder wie funktioniert das? Weil eine Zufahrt haben wir ja nur hier hinten. Wir könnten natürlich eine weitere Zufahrt machen
indem wir es konfigurieren. Ändert aber nichts dran. Nee, das können wir uns eigentlich schenken. Wir müssen hier einfach irgendwie rüberkommen. Wisst ihr was? Wir machen eine Bogenbrücke. So eine klassische. Moment. Mal gucken, ob es geht. Jawohl, das geht. Dann vielleicht nochmal Güter. In grün. Hier unten durch. Gefällt mir nicht. Weiß nicht warum. Nee, machen wir anders. Machen wir eine Unterführung. Oder gehen hier rein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, brauchen wir hier überhaupt eine Unterführung? Ja, wegen dem Gleis. Okay, doch. Machen wir hier sowas hin. Zack, mit der Einfahrt. Passt. Und jetzt müsste eigentlich auch die Linie funktionieren. Auge. Wo haben wir dich? Wo haben wir dich? Walmerod, was ist das denn? Sind das die Busse in Walmerod? Was ist das denn für eine Linie hier? Walmerod? Lessingstraße? Sieht ein bisschen nach dem Bussen aus. Warum heißt das Walmerod? Moment. Müssen wir noch ändern. Bus. Okay, jetzt weiß man, was es ist. Hier die LKW-Linie. Man sieht die blaue. Jawohl, hier mit der Unterführung. Jetzt funktioniert das. Jetzt brauchen wir aber noch die LKWs. Da war ich eigentlich auf der Suche nach dem Depot, bevor ich gemerkt habe, dass ich erst die Straße machen muss. Fahrzeug kaufen. Cargo. Wer kann Food liefern? Irgendein cooles Fahrzeug hätte ich gerne. Mal gucken. Ja, warum nicht hier die Klassiker? Nehmen wir davon mal ein. Dann DHL kann man immer gebrauchen. Und dann nehmen wir dich noch. Viel mehr brauchen wir gar nicht. So, dann kriegen die hier Food, dann wird die Produktion angeleiert. Bestens, das klappt. Aber jetzt könnte man ja noch schnell gucken, wie die so aussehen. Die Kollegen LKWs, wir kennen die. Die kennen wir schon seit Tränenfieber. Die gab es damals schon. Ich habe die immer generische LKWs genannt, weil sie halt natürlich immer die gleichen sind. Aber sie sind unterschiedlich lackiert. Von daher sind das schon auch relativ coole, dankbare Fahrzeuge für so eine Anlage. Das sieht natürlich immer relativ cool aus. Warum nicht kurz einsteigen? Wir haben ja die Zeit. So, da geht es natürlich nur jetzt ein bisschen durch Städtchen durch, weil ganz einfach später. Der Haltepunkt ist irgendwo da hinten. Da müssen sie nicht jedes Mal hier durch die ganze Stadt durch. Ja, Kleinindustrie, cool eigentlich. Nichts allzu Großes. Hier. Cool. Soll ich mal noch? Ich mach mal noch. Moment. Machen wir ja fast immer. Ich weiß nicht, warum wir hier so eine schlechte Performance haben. Hier haben wir gar nichts. Aber ich sehe gerade, wir haben irgendwie um die 40 Frames. Wahrscheinlich ist die Lage, die Anlage tatsächlich auch schon wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zu rechenintensiv. Zu viele Städte, zu viele Züge. Ja, schade. Weil ich stelle schon fest, es ruckelt und tut ein bisschen jetzt hier. Ist aber tatsächlich nur in der Gegend. Das ist im Bereich München so. Ansonsten passt's. Gut, wir stehen ein bisschen im Stau. Wir gehen mal raus, weil ich möchte jetzt tatsächlich nach Oberböser. Und zwar, ja, das müssen wir fast mit dem Zug machen. Nee, müssen wir eigentlich nicht. Wir können das natürlich auch mit LKWs machen. Aber irgendwie wäre es doch nett. Hier noch eine Eisenbahn, ein Güterzug. Hier lang und irgendwie in die Nähe von Oberböser vielleicht. Das muss ja nicht direkt. Weil hier nochmal ein Güterbahnhof, nee, würde ich lassen. Könnte man zwar auch machen. Und dann hier lang und außen rum. Wo ist unsere Fabrik da vorne? Also, dass wir hier so außen rum gehen. Aber mich hat jetzt irgendwie dieses Tal hier angesprochen. Können wir nicht hier einen kleinen Güterbahnhof hinmachen? Das muss ja nichts Großes sein. Das muss auch kein riesig langer Zug sein. Von hier unten, irgendwie mit einer Kurve, hier ins Tal rein. Okay, ich schau mal. Wir schnappen uns mal einen Bahnhof. Gebäude. Wir bräuchten einen Cargo-Bahnhof. Das muss nicht unbedingt ein Kopf sein, darf aber. Ja, machen wir einen Kopfbahnhof. Und sonst, wenn der zu groß ist, nehmen wir hier tatsächlich die Spitzkehre, würde ich mal vorschlagen. Ein Gleis, kleinste Länge. Machen wir Standardgleis. Der würde hier schon hingehen. Haben wir noch ein bisschen Geld? 220. Ja, es wird immer weniger, aber okay. Ja, wenn wir den so hier hinmachen, da haben wir halt ordentlich Höhe. Da müssen wir irgendwie in die Höhe raufkommen. Und dann mit der LKW ist das Ganze in die Stadt. Würde mir gefallen. Allerdings, wir können ja mal gucken. Ne, das wird immer teurer. Weil da müssen sie in den Berg reinbauen. So wäre es eigentlich fast am günstigsten. Machen wir dich mal so hier hin. Zack. Machen wir gleich die Straße. Sonst wird das Spiel gleich sagen, dass das nicht angeschlossen ist. Jawohl. Und wisst ihr, was wir jetzt auch noch machen? Wir gehen hier mal noch weiter. Komme ich hier mit dem Gleis dann? Jawohl, das geht eigentlich. Dass wir hier hingehen und dann können wir mit dem Güterzug im Prinzip der Straße folgen. Ja, außer wir haben Tunnel M.
Passt. Wo wollen wir hin? Irgendwo werden wir eine Straße haben, hier unten. Dann haben die tatsächlich auch eine Verbindung. Hier im Prinzip endlich in eine andere Stadt, die Oberbüsianer. Machen wir hier einen Tunnel. Zack, okay. So, die werden jetzt jubeln, weil das ist das erste Mal, dass sie tatsächlich auch mit den Autos irgendwie in eine andere Stadt kommen. Vielleicht bauen sie hier noch ein bisschen? Wer weiß. Gut, Bahnhof haben wir. Angeschlossen haben wir das Ganze auch. Dann haben wir uns ein Gleis. Ich würde sagen, wir bauen von hier aus. Ist fast einfacher, weil irgendwie müssen wir gucken, dass wir runterkommen. Und jetzt machen wir... Ja gut, wir machen vielleicht auch eine Elektrolok. Da muss ich aufpassen. Ich lasse die Oberleitungen mal. Und hier an die Straße ran. Das funktioniert schon mal prächtig. Einfach mal dem Straßenverlauf folgen nach da unten. Ja, Moment. Geht das auch ein bisschen schöner? Das darf ruhig wirklich genau der Straße entlang sein. Der Zug muss nicht schnell sein, der muss gut aussehen. Der soll hier hinpassen nach Oberböser. Ja, das klappt auch. Gut, und dann vielleicht, wo müssen wir genau nochmal hin? Nach da hinten. Jetzt würde ich hier im Prinzip... Genau, so hier rüber. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Ich baue es mal bis hier hin, das ist in Ordnung. Hier mit Schranke. Wunderbar, könnten wir auch nochmal kurz gucken. Nehmen wir mal... Ja, nehmen wir mal die amerikanische. Warum auch nicht? Ist zwar Oberböser, nicht Manhattan, aber meine Güte. Ja, und jetzt hier durch. Das wird wieder auf eine Brücke rauslaufen. Wie kommen wir denn hier aus dem Bahnhof raus? Hier haben wir vielleicht hier eine Kurve in die Richtung. Ja. Es wäre einfach zu bauen, aber irgendwie möchte ich halt, dass es auch cool aussieht. Das ist natürlich klar. Ja, es wird eine Brücke werden. Hier rüber und hier wieder runter. Und wie wir dann in den Bahnhof reinkommen, müssen wir eigentlich gucken. Wäre es von der Seite her vielleicht einfacher? Nee, da kommen auch Züge. Kommen da von beiden Seiten? Ja, von beiden Seiten kommen da Züge. Das ist natürlich... ja gut, dann machen wir hier halt auch eine Kreuzung. Beziehungsweise wir machen das Ganze so. Dass wir hier so rausgehen. Das Signal kappen wir zur Not. Ja, das baue ich schon mal. Zack. Dann kann er hier... Moment... Das sollte man natürlich auch noch anschließen, sonst wird es nicht funktionieren. Und das geht dann nicht. Ja, jetzt habe ich zu viel aufs Mal gemacht. Moment. Doch, es geht eigentlich. Nee, geht auch nicht. Das war von krumm nach schief. So, das richtige abreißen. Das reißen wir auch nochmal ab. Ich muss hier erst irgendwie ins richtige Gleis reinkommen. Wenn wir hier das Ganze mit einer Weiche machen. Moment, klappen wir das mal? Ich wollte doch nicht das Gleis kappen. Dann hätte ich weiter raus gemusst, Herr Heisenberg. Das wissen wir doch mittlerweile. So, zack. Okay. Jetzt von hier kommend. Oder wir bauen es halt doch von hier aus. Ist ja eigentlich fast besser. Also, wir wollten hier rüber. Das heißt, hier eigentlich eine Kreuzung würde natürlich auch gehen. Aber ich möchte tatsächlich irgendwie hier mit einer Brücke rüber. Die Frage ist dann, ob wir hier überhaupt draufkommen. Ja, und zwar mit dieser alten... Genau so möchte ich hier rüber. Ja, und dann kommen wir da auch rein. Das funktioniert. Ja, schön. So, ist zwar ein Güterzug, ist mir klar. Keine Dampflok. Aber ist doch trotzdem relativ nett. Und dann wollten wir eigentlich in die Richtung. Gehen wir hier mal runter. Kommen wir hier unten durch? Ja, wird mit den Oberleitungen eher knapp. Das müssen wir anders machen. Wir können hier für die Straße eigentlich auch einen Bahnübergang machen, würde ich sagen. Wenn es geht, vom Platz her, also von der Länge her. Ja, haben wir nochmal einen Bahnübergang, weil hier fährt von uns niemand lang, glaube ich. Die Straße ist sowieso zu Ende hier vorne, also die ist obsolet, die Straße. Die könnte man auch ganz abreißen. Wir lassen sie jetzt aber mal. Machen das so. Und jetzt schwungvoll irgendwie mit einer Kurve. Irgendwie hier rein. Warum möchtest du denn immer in die Höhe? Lass mal. Ja. Steigung zu groß. Hier kommen wir rein. Okay, da müssen wir hier nochmal eine Möglichkeit haben, dass wir ins andere Gleis reinkommen. Wir sind wieder vor der gleichen Aufgabenstellung in dem Sinn. Machen wir es mal so. Und jetzt hier eine Weiche in die Weiche rein. Das geht. Ach, wie cool. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Doch, komme ich. Na, geht doch. Ach, wie cool das ist. Ah, irgendwas haben wir jetzt kaputt gemacht. Aha. Echt jetzt? Jetzt geht's wieder. Okay, das müsste doch funktionieren, dass, ja, da haben wir da ein Gleis hingesetzt, da kriegt er wieder ein Durcheinander, der Kollege. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So, das müsste eigentlich klappen. Sollen wir mal die Linie machen? Haben wir alles gebaut oder habe ich die Hälfte vergessen? Ich glaube nicht. Neue Linie von hier.
Oh, wir bräuchten hier aber natürlich auch nochmal ein Gleis. Das ist natürlich auch wahr. Dann ist das eigentlich falsch. Also brauchen wir nicht. Wir können uns das Gleis auch teilen. Das ist ganz klar. Sollen wir uns das mal teilen? So viele Züge sind das ja nicht. Wir machen hier mal eine Teilung. Der müsste aber wieder da rein. Jawohl, das macht er wunderbar. Okay, oh, ich habe das Signal eigentlich noch gekappt. Das kriegst du wieder. Das kommt jetzt aber natürlich wieder vor, die Weiche. Das wäre hier. Da haben wir das andere Gleis. Passt. Gut. Ja, machen wir mal die Linie. Wir machen hier mal eine doppelte Gleisbenutzung in dem Bahnhof. Das machen wir relativ selten. So, passt. Natürlich eingleisig, ganz klar. Wir haben noch keine Signale. Linie 1 wäre dann Food. Also Oberböser. Oh, das schreibe ich gerne. Oberböser klingt gut. Oberböser Food. Okay, dann kommen wir zum Thema Signale. Das gibt nichts Wahnsinniges. Ne, ich habe eigentlich eingleisig gebaut. Das lassen wir auch. Ja, da brauchen wir keine Signale. Wir bräuchten hier vorne vielleicht ein Signal, damit das nicht die ganze Zeit sozusagen gesperrt ist. Und das können wir auch machen, wenn wir nur einen Zug haben oder ein Gleis. Ja, das müsste funktionieren. Da kommt er dort auch rüber. Was macht hier die Linie? Die kommt hier lang, geht hier rüber und geht genau in das Gleis, in das sie rein sollen. Ja, dann heißt das, wenn hier der Amerikaner drin ist, dann steht unsere Lok nachher da. Das hat seine Richtigkeit. Haben wir ein Depot? Wir hätten dort eins. Guck mal einer an. Kommen wir hier irgendwie? Ne, das ist alles viel zu weit weg. Haben wir hier irgendwie ein Depot, dass man so, keine Ahnung, mit einem Gleis noch rein könnte? Ich sehe hier nichts. Ich weiß, hier unten ist noch was, aber... Ja, das ist mir zu weit weg. Ich möchte jetzt halt hier in Oberböser, wenn es nicht sein muss, nicht unbedingt hier noch ein Depot in den Wald rein schnetzeln. Wobei, das kann natürlich auch seinen Reiz haben. Das kann auch gut aussehen. Das würde ich nicht mal bestreiten. Ich bräuchte Gebäude. Und die Depots. Zum Beispiel den Klassiker hier. So drehen. Das hat doch was. Die Frage ist einfach, einmal mehr kommen wir da dann auch in unser Gleis rein. Ja, irgendwann ja. Soll ich das mal so machen? Oder das Kleine? Nochmal drehen. Das hat doch auch was. Hier oben so ein Depot. Wahrscheinlich komme ich nie mit dem Gleis dahin, wo ich hin möchte. Nämlich tatsächlich in die Strecke rein. Aber dafür haben wir ein Depot, das cool aussieht. Ist doch auch was wert. So, ich brauche ein Gleis. Zack. Und dann hier nochmal. Und dann wieder das alte. Nochmal gucken. Doch, da kommen wir rein. Jawohl, sehr schön. Zack, gebonkt. Hier eine Weiche. Da rein. Jawohl, passt auch. Und dann könnte man hier natürlich noch ein Signal hinstellen. Ich muss mal gucken, ob das überhaupt Platz hat. Das weiß ich nicht. Doch, hat. Zack, gebonkt. Passt. Die LKWs fehlen natürlich noch. Und das wird schwierig. Weil jetzt doch hier noch ein LKW-Port, das geht schon. Das müssen wir einfach wahrscheinlich hier in den Wald reinschlagen. Also in den Berg rein. Aber jetzt würde ich tatsächlich zuerst den Zug machen. Also, wir brauchen einen Güterzug. Nicht schnell, der Food transportieren kann. Dann schauen wir mal. Ja, warum nicht bei den... Oh, ich weiß wen. Ha, schaut mal, den haben wir noch nicht auf der Anlage. Der macht nämlich doch noch 120 km/h. Ja, die Leistung ist jetzt nicht so wahnsinnig, aber wir hängen da auch nicht 10.000 Wagen an. Das gibt einen kleinen Zug auf einem Gleis. Ach, wie schön, dass ich den jetzt noch gesehen habe. Den Stadler Butler, den gibt es hier auch tatsächlich vermehrt. Ach, cool. Ja, nehmen wir. Warum nicht eine Doppeltraktion? Dann die Wagen. Irgendwas, was halt Food transportiert, was auch nicht allzu schwer aussieht, würde ich sagen. Ja, die sind mir zu schwer. Die passen doch, diese Schiebebandwagen. Ja, nehmen wir die 120, das ist genau gleich schnell wie die Lok, das werden sie wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Machen wir davon mal Kapazität 12. Machen wir mal einen solchen. Wie sieht es mit denen aus? Können wir auch nehmen. Einen solchen und noch einen solchen und dann reicht das. Da ist die Leistung noch mittelmäßig. Also man sieht schon, die haben halt keine Power, 200 irgendwas Kilowatt waren es, glaube ich. Ja, machen wir trotzdem. Kaufen. Ah, ich freue mich. Was ist Linie 2? Warum sehe ich jetzt hier eine Linie 2? Oberböser Food. Aha, geht nicht. Okay, ich habe auch mit Strom gebaut. Doch, warum geht das nicht? Sie kommen ja raus. Ich mache mal Pause. Fragen über Fragen. Was passt denn hier nicht? Oberböser Food? Linie enthält zu wenig... aha. Moment. Linie verwalten.
Ja, da fehlt was. Habe ich das nicht fertig gemacht? Ist ja ganz interessant. Was ist denn Valmorod? Ist das hier unten? Jawohl, Valmorod Zentrum. Jetzt müssen wir noch hier hin. So, jetzt ist auch das Spiel wieder zufrieden. Ich dachte, das hätte ich gemacht. Vorher war doch die Linie eigentlich eingezeichnet. Naja, egal. So, ich möchte meinen Stadler Butler sehen. Ah, wie cool das aussieht. Hier aus dem Depot raus auf dieser Brücke. Ah, Modelleisenbahn. Ah, Modelleisenbahnalarm. Oh, ich liebe sie jetzt schon. Ja, das hat sich gelohnt. Das hat sich nicht nur gelohnt, damit Oberböser eben auch was zu futtern hat. Ach, sondern weil das halt aber wirklich so ein schöner kleiner Zug ist. Gefällt mir extrem gut. Wir werden natürlich jetzt gleich noch einsteigen. Jetzt lassen wir den aber erstmal durchrasseln. Ja, klein, aber fein. Also anders kann man es gar nicht sagen. Cool, halt nicht davon rasseln. Das ist eine relativ coole Strecke der Straße entlang. Oh, man sieht, der ist auch von Seamon, weil wir haben wieder die Scheibenwischer. Wir haben natürlich die verschiedenen Kameras. Cool, einfach nur cool. Was mir halt nicht so gefällt, ist dieses Gezoomte, das wissen wir. Aber das haben wir jetzt halt nun mal. Wir machen mal die Führerstandsmitfahrt. Tag, Herr Kollege. Wir begleiten den jetzt mal ein bisschen. Ja, ich gehe da noch mal ein bisschen raus. Man sieht zu wenig da drin. Hier wieder auf die Steinbrücke rauf. Da sind wir gerade über den Bahnübergang gefahren. Also das ist für mich eine der coolsten Strecken, die wir haben. Die ist zwar klein, die ist relativ unspektakulär. Aber A, der Zug, der hier wirklich perfekt drauf passt. Und B, es passiert relativ viel. Wir gehen über den Bahnübergang rüber, wir kommen auf die Steinbrücke rauf. Hier wieder ein Bahnübergang. Ja, ein bisschen kugelig, ist egal, ist ein guter Zug. Ach, wie cool der ist. Ich mag den. Aber ich glaube, jetzt habe ich es auch oft genug gesagt, dass ich den mag. Aber es ist tatsächlich so. So, hier in stolzer Höhe. Im Prinzip auf Höhe der Baumwipfel fast schon. Und können wir durchfahren? Jawohl, wir haben freie Bahn. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die Perspektive, damit wir sehen, was er hier genau macht. Ein bisschen näher ran. Hättest du jetzt nicht rüber gemusst? Jetzt fährt er hier falsch, der Kollege. Nochmal kurz Linie. Ja, wo gibt's denn sowas? Du bist doch vorher auch hier reingefahren. Come on. Bahnhof, Terminals. Du musst in die... Was ist denn auch diese Linie 2? Ich verstehe es gar nicht. Habe ich irgendwas nicht angeschrieben? Ich habe doch alles angeschrieben. Terminal 2. Geht nicht. Ja, geht nicht. Möchte er nicht. Warum denn nicht? Von hier, du kommst doch hier rüber. Hier rüber, hier rein. Das müsste doch eigentlich gehen. Ja, jetzt sieht man auch. Ja gut, jetzt. Okay, ich muss ihn drehen. Zack, dann kann er raus, dann kann er auf seine richtige Linie. Aber ich möchte jetzt noch kurz wissen, was das für eine Linie 2 ist hier. Valmorod Zentrum. Ach, okay, die können wir wegnehmen. Das ist die gleiche. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Warum habe ich die denn schon gehabt? Du machst sie nochmal. Naja, wie auch immer, ist egal. Ein sehr cooler Zug. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge gibt es natürlich noch die LKWs, die die Lebensmittel dann nach Oberböser reinbringen. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann haben wir nochmal ein Städtchen, das noch Lebensmittel möchte. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch hat ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.